Ja, dort sieht man den Elefantenbullen stehen. Er ist in Stehensedierung, er schläft. Man sieht, dass der Penis ausgeschachtet ist. Man wird gleich auch sehen, dass die Augen sehr schläfrig sind. Hallo, mein Name ist Tobias Dornbusch. Und im heutigen Video geht es um den Transport von Elefanten. Und zwar diesmal um den Transport von wilden Elefanten. Und das werde ich machen, indem ich einige Videos analysieren werde von Transporten von Freilandelefanten. Hallo, mein Name ist Tobias Dornbusch. Im heutigen Video geht es, wie gesagt, um den Transport von Freilandelefanten. Bei Freilandelefanten ist es natürlich etwas anders als bei Zooelefanten. Zooelefanten kann man an den Transport gewöhnen. Da kann man den Transportcontainer schon vorher vors Elefantenhaus stellen und die Elefanten daran gewöhnen, diesen zu betreten und sich darin auch anketten zu lassen. Darüber habe ich bereits ein Video produziert. Heute aber geht es mir um den Transport von wilden Elefanten, wo es diese Möglichkeit nicht gibt. Es gibt dafür zwei andere Möglichkeiten. Einmal einer Stehendsedierung, dass der Elefant stehend schläft, man ihn ankettet und dann rückwärts, zumeist rückwärts, in die Transportkiste hineinzieht. Das wäre Möglichkeit A. Oder Möglichkeit B bei Freilandelefanten, dass man sie komplett in Narkose legt, sodass der Elefant umfällt und dann den Elefanten mit einem Kran auf ein Transportvehikel hebt. Das ist also die Möglichkeit 2, die man bei Elefanten im Freiland hat. In Zoos kommt es auch vor, dass Elefanten in Stehensedierung gebracht werden und dann rückwärts in die Transportkiste gezogen werden. Diese Vollsedierung, dass der Elefant umfällt und dann mit dem Kran abtransportiert wird, das gibt es im Zoo normalerweise nicht. Dafür gibt es im Freiland eben die Gewöhnung an die Transportkiste nicht. Aber, wie ich sagte, ich möchte das vergleichen oder analysieren mit ein paar Videos und schauen wir uns das erste an. Hier ist ein Video aus Sri Lanka von Wild Ceylon. Es geht um den Transport von einem wilden Elefantenbullen mit einer Stehensedierung. Jetzt hier zu sehen. Ja, dort sieht man den Elefantenbullen stehen. Er ist in Stehensedierung, er schläft. Man sieht, dass der Penis ausgeschachtet ist. Man wird gleich auch sehen, dass die Augen sehr schläfrig sind. Und der Elefant ist bereits an allen vier Beinen mit dicken Tauseilen, die mindestens etwa 5 cm Durchmesser haben, angekettet. Und nachher wird man versuchen, den Elefanten, der jetzt in dieser Stehensedierung ist, mit den Seilen in den Transportwagen hineinzuziehen. Ja, hier sieht man jetzt, dass sich schon was getan hat. Der Elefant steht schon relativ nah an dem Transportvehikel. Und die Seile werden hier angebracht, um den Elefanten rückwärts in den Transportwagen zu ziehen. Und jetzt gab es einen Schnitt im Film und hier steht der Elefantenbulle bereits auf dem Transportwagen. Und man sieht, dass er seinen Kopf, seinen Rüssel so auf das Transportgeländer lehnt. Das ist typisch, wenn der Elefant sehr schläfrig und sehr müde ist. Das ist also die Variante, wie Elefanten im Freiland transportiert werden können, indem sie rückwärts in diese Transportcontainer gezogen werden. Als nächstes schauen wir uns die Möglichkeit Nummer 2 an, nämlich Elefanten in Vollnarkose zu transportieren. So, hier sieht man den Elefantenbullen. Der ist, hinten hat man kurz den Narkosefall gesehen, der geht jetzt also runter, wird von den Helfern auf die Seite gekippt. Er darf nicht auf seinem Bauch liegend in Narkose geraten, dann würde er mit seinem eigenen Gewicht sich am Atmen behindern. Für meinen Geschmack sind da jetzt etwas viele Schaulustige, die um den Elefanten herumstehen, aber vielleicht haben die meisten davon auch noch nie einen lebenden Elefanten in freier Wildbahn gesehen. Ja, und jetzt sieht man, der Elefant ist in Vollnarkose, er schnarcht, er atmet und gleich
wird er abtransportiert werden. Man hat jetzt dicke Bänder um seine Füße gemacht und jetzt wird er mit einem Kran hochgehoben und auf ein Transportvehikel gelegt. Bei kurzen Entfernungen bleibt er dann einfach auf diesem Transportvehikel in Narkose. Bei längeren Entfernungen, so wie das hier ist, das zeige ich jetzt aber nicht, dann wird er auf einen richtigen Transportcontainer verladen, wird aufgeweckt und wird dann so wie ein Zoo-Elefant oder wie vorhin der Elefant, aus der asiatische Elefant aus dem Freiland, wird er dann einfach in einem normalen Transportcontainer weiter befördert. Ja, und hier sehen wir jetzt einen zweiten Fall. Da ist es leider schief gegangen, muss ich sagen. Der Elefant ist auch in Vollnarkose betäubt worden, aber er ist in knietiefem Wasser, hat die Narkose dann letztlich ihre Wirkung gezeigt. Er ist im knietiefen Wasser in Narkose geraten, eingeschlafen. Und was ist passiert oder was passiert hier gerade? Der Elefant ertrinkt einfach. Er kann ja seinen Rüssel, wenn er in Vollnarkose ist, nicht über Wasser halten. Und auch wenn jetzt die Menschen dahin eilen und den Rüssel über Wasser halten, aber leider in dem Fall ist es so, der Elefant hat das nicht überlebt. Der Elefant ist tatsächlich im knietiefen Wasser ertrunken. Das sind natürlich die Risiken, die man im Freiland hat. Im Zoo kann man das noch steuern, es kann noch Komplikationen wegen Koliken geben. Die Elefanten fressen gerade, wenn sie den Narkosefall bekommen, obwohl wir ja wissen, Tiere, auch Menschen, sollten im Idealfall nüchtern sein für eine Sedierung. Im Zoo kann man einfach sagen, okay, ich gebe dem Elefant 12 Stunden vorher nichts mehr zu fressen. In der Wildnis ist das schwierig. Die Elefanten haben in der Regel einen vollen Magen. Das erhöht etwas das Narkoserisiko oder zumindest das Risiko der Spätfolgen. Und natürlich die Sedierung, selbst wenn man mit Ibubilon die Elefanten sediert, die fallen ja nicht sofort um. Die können noch 5 bis 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten wegrennen. Denken sie, bringen sich vor dem Menschen in einem Tümpel in Sicherheit, geraten dann in einem Tümpel in die Vollnarkose und können ertrinken. Im Zoo könnte man in den Wasserbecken das Wasser leeren und die Becken zum Beispiel mit Sand zuschütten oder man nimmt einen Teil des Geheges, wo es gar kein Wasserbecken gibt. Also in der Natur ist das natürlich alles mit mehr Risiken verbunden und so eine Vollnarkose und den Elefanten dann mit einem Kran auf den Trailer zu laden, das ist natürlich auch risikoreicher als in der Stehensedierung, die viel kreislaufschonender ist, oder als in der Gewöhnung des Tieres an den Transportwagen. Aber je nachdem, mit was für Fällen man es zu tun hat, geht das im Freiland natürlich nicht anders. Da muss man entweder die Stehensedierung im Idealfall nehmen oder eben die Vollsedierung, wo der Elefant auf der Seite liegt und ihn dann mit so einem Kran verladen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es im Freiland gibt. Insgesamt gibt es, wie gesagt, 3 Varianten, Elefanten zu transportieren, also zu verladen. Erstens Gewöhnung, dass der Elefant freiwillig reingeht. Zweitens Stehensedierung und rückwärts in den Container ziehen. Und drittens eben Vollnarkose, um mit dem Kran in den Transporter zu verladen. Ja, das war schon mein kleines Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö.